Wunderschönen guten Morgen, meine lieben Zutendos. Ich bin's wieder, euer Michtendo. Ich hoffe, es geht euch gut. Mir geht's mir wieder wunderbar. Und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Mario Kart 7. Wir fahren heute mit Lakitu, dem Soda Jet, den Retro-Reifen und dem Gleitschirm. Hier. Im Blitzcup gespielt. Und das hat jahrelang gedauert. Lakitu hat immer die Rundenanzahl angezeigt und das Weitere angezeigt. Aber jetzt fährt er auch mal mit. So, direkt mal hier den Superstart hinlegen. Guck, da ist der. Also er ist ja der Rote. Jo. Oh Mann. Da vorne ist einer mit Tanuki, aber da kann ich ganz locker vorbei. Kann ich auch nochmal ganz locker driften. Ganz lockeren Vorsprung, glaube ich. Ja. Aber. Oh, die Nintendo macht echt was draus. Also die Spiele entwickeln sich immer weiter und weiter. Ich hoffe, dass das so bleibt. Luigi's Mansion 3 für Switch wäre auch eine coole Sache. Boah, die sind doch nicht mal so weit weg. Weil einen habe ich schon gesehen. Ne, ich habe schon mehrere gesehen jetzt. Man, der Tanuki nervt. Weg mit dem blöden Item. Der Tanuki ist mein Hass-Item in Mario Kart. Außer bei Schlacht. Bei Schlacht finde ich den nicht so. Oh nein, jetzt hat der Typ hinter mir nur noch eine rote. Gut, aber zum Glück bekommt der von Metall Mario einen Stachel ab. Hier ist ja mal wieder haschisch im Office. Und der Typ, der sich aufgrund einer Weise Cooper nennt, hat eine äußerst glückliche Runde. Oh Mann! Oh! Also da mit dem... Juni! Das glaub ich jetzt nicht. Wie ist der denn an mir vorbei? Genau 4 Minuten. So, jetzt kommen wir zum GCN. Dino-Dino-Dschungel kommen wir da nochmal hin. Got to low. Ich weiß nicht, warum die Computer mal besser machen, als ob ich das Item jetzt bekommen habe. Auf jeden Fall sind wir mit dem Spiel schon fast durch. Also offline meine ich. Und online, da werde ich auch nicht sprechen, da mache ich auch keinen Ton an, sondern da läuft ganz normal Musik. Nur damit ihr es schon mal wisst.
So, und deswegen... Alles klar, der Blitz kam von Metall Mario. Weil der auch im letzten Platz war. Als er den Peach auf dem 7. Goldblitz bekommt. Oh, hat sie gerade. Warum sagt man das nicht? Ach du Schande, jetzt ja wieder mal richtig ab. Scheiße. Ich sehe nichts mehr. Da kommt man nicht so gut voran, wenn man klein ist, ne? Ja. Wow. Ich doch drüber hinweg. Ah ne, schade, geht nicht. Hätte aber echt gedacht, das geht. Ich habe so oder so nur drauf gewartet, dass du kommst, aber du warst leider zu spät. Also wenn ihr Lust geschickt hat, I'm sorry. So, mit den Punkten erster. Seven minutes. Die Credits, die werde ich euch vielleicht noch mal in einem Bonusvideo von MK7 einblenden. Raus die Stelle! Guck mal, hier gibt's einen kleinen Trick. Den ich auch gerade vermasselt habe. Juffa! Der war jetzt schon wieder! Ich glaube, ich bin sogar noch im Alter vorbeigeraten, ey. Boah, ich bin vorletzter, ey. Also bei Offline finde ich das schon noch okay. Oh, hier kommen die alles schon die. Wer ist erster? Oh, Cooper, war ja klar. Dann geh und... Nein! Oh, weg mit dem scheiß Item. Ich brauch das nicht. Es ist Müll. Müll. Auch wenn ich jetzt gerade erster bin. Oh nein, jetzt treffe ich doch. Oh, jetzt yes, zum Blocken. Sehr nice. Nächstes und letztes Rennen. 10 Minuten ist das Video. So, Abschlussrennen, SNES Regenbogen.
Oh Mist, das war die falsche Seite. Schon wieder dieser Dreckstein, okay. Verbissen Sie sich, Herr Tanoki. Ich hab's gesagt. Oh Mann. Mann, das war schon wieder falsche Seite, ey. Yes. So, insgesamt 38 Punkte. So, ist okay. So, die Siegerehrung. Donkey Kong wird Dritter. Applaus für dich, Donkey Kong. Koopa wird Zweiter. Applaus für dich, Koopa. Und Yakito ist Erster. Ja, immerhin zwei. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Ich würde mich gerne über einen Kommentar freuen oder über einen Like und abonnieren nicht vergessen. Ciao, euer Mischtendo. Lasst euch gut gehen.